Willkommen zurück zur 44. Folge des Let's Play Civilization 3. Ja, in der letzten Runde haben wir das Weltwunder Vereinte Nationen fertiggestellt und ja, das gemacht, was wir die ganze Zeit schon machen, und zwar reichlich dafür gesorgt, dass Mech-Infanterien ins Land kommen und Schienen gebaut. Fleißig Schienen gebaut. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir es schaffen werden, in diesem Let's Play alle Orte auf dem Kontinent, also auf diesem meinem eigenen Kontinent, mit Mech-Infanterien auszustatten. Dieses Gefühl habe ich. Wir werden sehen, ob das zutrifft. Oh, ja, wir können hier gleich was Besseres bauen als eine Bank. Aber was dann? Zum Beispiel ein Recycling Center. Dann kann ich hier nämlich auch die Einheit besser disbanden. Sehr gut. Ihr seht ja hier, dass im Grunde schon fast alle Orte mit einer Mech-Infanterie ausgestattet sind. Es fehlen nur noch ganz wenige. Und ich habe noch ein paar Siedler gebaut. Ein, zwei, um so Lücken zu füllen. Haben wir hier nicht was Besseres, was Besseres als Universität? Irgendwie nimmt das Gewusel wieder zu. Anscheinend gehen sie in Bereiche aktuell, die noch nicht so gut versorgt sind. Oh, den werde ich mal aktivieren, aber verwenden ist gerade schlecht. Machen wir es so. So dringend braucht Herr Leicester nicht eine Bibliothek, weil die kommen hier schon an alle Felder ran. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Runde zu Ende. Ich wollte ja auch mal gucken, wo hier in der anderen Welt, hier in Gelsenkirchen, um Gelsenkirchen herum, da ist viel Verschmutzung. Okay. Hier ist die Offshore-Plattform fertig. Und wir schrumpfen. Lässt sich nicht verhindern, wenn nicht schnell dieses Feld gereinigt wird. Da war Civil Disorder einmal. Leider nicht merken können, wo das war. Ja, hier ist ja bereits alles fertig. Also das Übliche. Mal die Augen offen halten. In Exeter haben wir Civil Disorder.
Quebec hat auch einen Siedler gebaut. Vielleicht ein Hafen nicht schlecht. In Salzburg, Civil Disorder. Hier ist der Hafen fertig. Das ist super geil, weil jetzt hier endlich alle Ressourcen vorhanden sind. Jo. Hier ist die Library fertig. Das ist auch sehr cool. Cottbus. Kann sich das endlich ausbreiten dort? Okay, wir hatten hier Sassnitz. Wir mal dafür sorgen, dass das Fest zu Ende geht. Oh, nee, werden wir nicht. Okay, wir hatten Sassnitz, wir hatten Exeter und wir hatten noch eine Stadt. Exeter finde ich auch. Das ist hier. Und eine weitere Stadt irgendwo. Oh, hier oben ist noch viel zu tun. Hier sind noch viele Kavallerien. Na, bin ich ja fast ein bisschen am Zweifeln, ob ich das in dieser Runde schaffe. Nürnberg. Okay. Da haben wir sie. Alle Übeltäter beisammen. Na, dann mal ab hier in diese Richtung. Mit euch. Meck-Infanterien verlegen. Bewirtschaftet. Da kommen wir sogar sofort an. Hier ist der Siedler fertig. Den wollte ich hier hinschicken. Mal gucken, der hat schon die maximale Ausdehnung. Hier ist auch die maximale Ausdehnung vorhanden. Dann wäre es natürlich schön, wenn wir hier so diese Felder noch bekämen. Gehe ich mal dorthin. Die noch ein bisschen fruchtbar sind, nicht? Die Stadt zumindest ein wenig wachsen kann. Sieht schon sehr gut aus. Dort fehlt noch eine. Hier sind eigentlich auch schon alle Städte versorgt. Ja. Auf jeden Fall. Thank you.
noch einen zweiten Siedler, für den ich jetzt noch nicht so den großen Plan hatte. Ja, vielleicht hier irgendwo. Hier so in die Mitte oder sowas. Geh mal nach hier und dann werde ich das mal manuell abchecken. Ist natürlich doof, dass ich nur einmal die Runde die Möglichkeit dazu, also klar, dass ich nur einmal die Runde die Möglichkeit dazu habe, ist schon logisch. Aber doof ist, dass es halt immer so viel Zeit dazwischen vergehen muss, bis ich überhaupt dazu komme. Weg mit dem Wald. Okay. Die mal alle aktivieren. Du fährst. Ich glaube, dahin ist schon einer unterwegs. Naja. Was soll der Geiz? Schicken wir noch eine zweite. Unload all. Und du fährst zurück. Kannst dich da auch stationieren. Die anderen Einheiten können wir hier mal disbanden. Und die Runde ist wieder vorbei. Kommt ja bald unser Siedler wieder dran. Haha, haha, haha. Oder so. Disorder in Kiew, Canterbury. Richmond. Straßburg. Ja, wenn eine Fabrik fertig wird, dann mag ich das sehr. Weil dann, das bedeutet, dass sie Disorder. Kiew, Canterbury, Straßburg, Disorder und Richmond. Eieiei. Das kann ich mir doch alles nicht merken. Ach ja, Produkt ist nötig. Oh. Leute, 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 es passiert endlich. Das, was ich euch von Anfang an angekündigt habe, ich übernehme einfach Städte durch das kulturelle Wachstum. Und die Stadt, ja, diese Stadt hier, deren Namen ich nicht aussprechen kann, möchte uns jetzt beitreten. Weil wir kulturell so hoch entwickelt sind. Und das machen wir doch glatt. Jetzt haben wir wieder hier eine neue Stadt dazu bekommen. Und das ist, passiert halt ganz ohne Krieg. Also sie will halt einfach zum Kulturkreis gehören. Ja.
Ja, und wir hatten, glaube ich, 5 Städte. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich glaube, die waren alle hier auf dem Festland. Wo wir Unruhen hatten. Drei haben wir schon mal. Jo, und Canterbury noch. Ach Quatsch, Richmond. Canterbury hatte ich ja schon. Richtig, richtig, richtig. Sur le pont d'Avignon. Oui. Okay. Da bin ich mal so frei, einfach mal was zu bauen. Auch wenn die automatisierten Arbeiter das vielleicht wieder rückgängig machen. Die wird jetzt in 3 Runden fertig. Okay, und hier produzieren wir jetzt Einheiten für andere Städte. Zack. Der kann disbanded werden. Der kann disbanded werden und dann schauen wir mal. Einfach so ein paar Kavallerien zum Disbanden da. Ja, und die ist ja gleich fertig. Das lohnt eigentlich nicht wirklich. Huch, ist ja jetzt auch gleich fertig. Dann ist er eben noch gleicher fertig. Ja, das ist natürlich ziemlicher Unsinn, wenn die ganzen Arbeiter irgendwie auf eine Pollution raufgehen. Okay, dann wird sie wahrscheinlich schneller gereinigt, wenn sie gleichzeitig versuchen, die Pollution zu reinigen. Aber ich glaube, 10 Arbeiter auf einer Pollution reinigen die auch nicht schneller als 3 Arbeiter auf einer Pollution oder so. Ist jetzt mal so meine Theorie. Kann natürlich falsch sein. Ja. Die restlichen Felder sind hier eigentlich auch maximal schmückendes Beiwerk. Na mal schauen.
Okay, die Schienen nach da sind auch verlegt. Könnte ich mal den Dschungel wegreißen? Das war jetzt Unsinn. Sehr schön. Key. Okay, da auch. Auch angekommen. Runde ist wieder vorbei. Das ist ja fast ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob er die jetzt in die richtige Richtung moved. Das war meine Mech-Infanterie, die ich hochschicken wollte. Smolensk. Zack, ist der Hafen fertig. Ich werde gerade gestört. Ich werde ganz doll gestört. Und daher kann ich jetzt nicht weitermachen. Okay. Ich glaube, ich kann weitermachen. Ja, hier werden Hospital nicht schlecht langsam. Jetzt kann die Stadt nicht weiter wachsen. Bibliothek ist was Gutes. Factory wäre noch was Besseres. Ah, ne, hier brauche ich auf jeden Fall erst einmal einen Hafen, damit die Stadt wachsen kann. Global Warning turned Jungle into Grassland. Oh. Das ist ja gar nicht so schlecht, also zumindest so aus meiner Sicht. Ja. Irgendwo hier so. Ich hatte mindestens zwei Orte mit Disorder. Ich habe natürlich jetzt durch die Störung vergessen, welche das waren. Smolensk, genau. Aber noch eine weitere Stadt war betroffen. Und bei der, hier Bordeaux. Okay.
Wii? Sie schon gucken, wohin damit. Ah, da fehlt noch die Schienenverbindung. Ja, auch noch die zweite Mech Infantry. Dann mache ich das besser gleich, bevor man das übersieht, dadurch, dass da eine Modern Armor drin steht. Okay, hier ist jetzt die Verbindung gezogen. Hier ist ja auch schon alles fleißig mit Bahnschienen ausgestattet worden. Vielleicht mal nach Manchester die Schienen verlängern. Okay, wenn ich jetzt hier ein nach Südwesten gehe, dann ist es, glaube ich, noch besser. Den störe ich dann auf jeden Fall noch nicht. Und den störe ich hier mit einem Feld weniger. Schienen bringen auch noch den Effekt, dass mehr Commerce dort produziert wird, wenn ich das richtig sehe. Waren doch gerade zwei Orte nebeneinander mit Disorder. Straßburg habe ich hier noch gar nicht gemacht. Schau an, schau an. Hier muss ich noch eine Runde warten. Gut, den hat er auf der richtigen Seite rausgeschmissen. Können Sie mir nicht gleich noch den Arbeiter mitschenken? Weil der wurde doch bestimmt auch in dieser Stadt produziert. Jetzt kommen hier ganz viele Siedler, ganz viele Arbeiter an, die hier gerade irgendwie eine Bewässerungsanlage bauen wollen. Das ist ja schon wieder echt. Das ist die KI, ja? KI at work. Macht manchmal echt komische Sachen. Ja, schickt noch mehr dahin. Ist bestimmt total sinnvoll. Super.
Ja, mehr Leute dahin, mehr Leute an diese Stelle. Am besten alle automatisierten Arbeiter, die ich habe. Alle automatisierten Arbeiter gehen, die ich habe, gehen jetzt zu dieser neuen Stadt, die ich durch die kulturelle Eroberung gewonnen habe. Warum sie das tun, das wissen sie selber nicht. Das ist die KI, das ist die Automatisierung, die macht das für uns. Super, super. Ja, und dadurch bekommen wir natürlich auch hier gerade ein ziemliches Delay rein. Die wandern jetzt wirklich alle dahin, ja? Das ist. Ich wundere mich echt ein bisschen über die Priorisierung, dass das so wichtig sein kann, dass die alle jetzt sofort dahin wandern und genau an dieser Stelle Bewässerungsanlagen und eine Straße bauen und eine Schiene vielleicht noch. Ja. Legen wir uns zurück und genießen das Schauspiel, das alle Arbeiter an einem Punkt zusammenzieht. Oh. Oh, überstanden. Überstanden. Juhu. Okay, hier ist eine Mech Infantry angekommen. Da ist auch eine Mech Infantry angekommen. Und wir beenden die Runde. Da ist ein Hospital fertig. 200 Runden. Hier ist das Mass Transit System fertig und damit ist, glaube ich, ja, nee, noch nicht ganz alles fertig. Die Factory ist fertig. Ja, und hier ist ja leider noch kein Add-on drauf. Daher kann ich hier noch das Solar Plant bauen. Disorder in Grozny. Oh, Library wäre mal nicht schlecht. Der Cultural Influence auch expanding gleich bei Cottbus. Ja, Grozny liegt doch hier unten irgendwo. Da, wo die anderen russischen Orte liegen. War zumindest meine Vermutung, aber irgendwie. Nicht hier, vielleicht hier oben, wo sie sich zurückgezogen haben. Brandenburg. Boah, tatsächlich wird das angenommen. Na dann, machen wir noch ein bisschen weiter damit. Jo, schön. Und dadurch, dass die ganzen Einheiten, die automatisierten, so clever waren, alle an einen Ort zu ziehen,
Dadurch bleibt jetzt auch überall dort, wo überall dort, wo Pollution ist, einfach noch ein Feld offen. Ungereinigt. Das ist uncool. Liebe Leute, das ist uncool. Ab nach Nottingham. Da ist noch so ein Feld. Da ist auch noch so ein Feld. Berlin wird ja nichts mehr sein. Doch, krass. Ja. Ist alles fertig. Soweit. Okay, hier werden wir mal schauen, dass die Schienenverbindung verbessert wird. Oh, das ist doch ein schöner Standort. Genau, da baue ich. Da muss ich nur noch einen Namen finden und das ist wieder das Schwierige. Wie nenne ich diese Stadt? Wie nenne ich diese Stadt? Ah. Haken. Dann so. Ja, dann fahr du doch gleich nach Hagen. Tun dich einmal Fragen plagen, musst du einfach Hagen fragen. Okay, und hier nehme ich nur zwei Felder, die wir uns teilen müssen. Das ist dann auch wirklich alles. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Deswegen baue ich auch hier und nenne diese Stadt Gelsenkirchen. Habe ich schon. Neumünster. Da gerade irgendwas geplatscht. Ich jetzt da gerade das Richtige eingestellt in Neumünster? Jetzt gehen sie alle wieder weg. Ja, zum Glück ist es nicht ganz so bekloppt, weil das zumindest hintereinander geht und nicht das ganze Spiel aufhält. Oh Mann, ey. Ja, stellen Sie fest, oh, da arbeitet ja schon einer. Na, dann können wir ja wieder weggehen. Ist das verrückt, ey. Ist das verrückt, ey? Das ist ganz schön verrückt, ey. Zack, Hälfte fertig. Zack, zack.
Ja, kommen wir nicht wirklich drum rum. Und diese Stadt nennen wir Chemnitz. Okay. Da kam etwas zu viel an. Macht nichts. Schicken wir gleich nach Nottingham. Da ist noch zu wenig da. Und die Runde ist beendet. Disorder in Kiew, München, Klipsi, also in den Dortmund, New Berlin, ist aber viel. Okay. Die Library fertig, damit bin ich auch sehr glücklich. Aquädukt, dann können die Stadt endlich weiter wachsen. Da ist im Inland noch so gute Versorgung. Okay, jetzt gibt es hier einiges zu tun. Jetzt kann die Stadt wieder wachsen. Verrückt. Hier soll doch kein Stealth-Bomber gebaut werden. Wo sind wir denn? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sonst hier bauen soll. Jetzt muss ich ja wieder ein Bauteil für das Raumschiff bauen. Und zwar diese Docking Bay. Mache ich jetzt hier einfach. Oder so. Ja. Wenn man sich mal verklickt. So, hier und gerade bei den russischen Städten oder bei den Städten in der Nähe des russischen Landes gab's ehemaligen russischen Landes gab's einige Unruhen. Okay, hab ich jetzt hier schon alle geschafft? Köln. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, Mist. Ab nach Weimar. Und da ist alles ausgebaut. Da wäre noch ein Wald zu roden. Sind denn die anderen neuen Städte?
ins neue Münster. Und schon versorgt. Fehlt noch die Straße. Die muss nicht fehlen. Und hier unten war noch eine Stadt, Chemnitz. Glaube, gleich hier zweite Einheit noch dazu. Neumünster einfach auch. Hier sind überall noch Flaschenhälse, wenn ich wüsste, wo genau. Irgendwo hier auf dem Weg. Da nicht, hier auch nicht. Hier so. Okay, hier kommen sie nicht weiter. Sehe ich das Problem. Richtig, da kommen sie tatsächlich nicht rüber. Nichtsdestotrotz müssen sie dahin. Und sie werden da auch hinkommen. Die ganzen Mech-Infanterien, die ich gerade baue. Ratter. Sind sie ja wieder alle weg. Es sind ja schon echt viele Arbeiter, ja. Jetzt müsste man echt mal mitzählen, wie viele automatisierte Arbeiter da rumwuseln. What? No. Runde zu Ende. Und das soll jetzt auch wieder die letzte Runde sein, denke ich. Wenn noch die Disorder beheben. Und auch wenn ich es nicht geschafft habe, alle Städte mit Mech-Infanterie zu versorgen, haben wir zumindest schon mal eine erste Stadt nach so langer Zeit, ja. Im normalen Spiel bis zum Sieg haben wir es nicht ein einziges Mal gehabt, dass eine Stadt übernommen wurde. Ja, fast ein bisschen verrückt. Alles fertig in New Berlin. Okay, da war eine Stadt, die haben wir vergessen. Ups. Bremerhaven, Halle.
Irgendwo habe ich mich verklickt. Dieses Ems. Das ist garantiert was Französisches, das wir hier vergessen haben. Ja. Ja, irgendwo habe ich mich verklickt. Keine Ahnung wo. Ich hoffe, es lässt sich herausfinden. Aber wenn, dann finden wir das in der nächsten Runde heraus. Und bis dahin wünsche ich euch mal wieder alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.